So, da bin ich wieder. Frisch aus dem Bett geschlüpft. Und ja, jetzt habe ich gestern zum Beispiel gar keine Folge hochgeladen, weil ich festgestellt habe, ich habe gar keine Aufnahmen mehr. Das heißt, wir müssen jetzt hier heute ein bisschen, muss ich ein bisschen was machen und mich erstmal hier aufnehmen, dann das Ganze rendern und dann geht's noch weiter, indem ich. Ja, indem ich halt nicht nur rendern muss, sondern eben auch noch ein bisschen mehr machen muss. So, was hatten wir da alles vor? Eine ganze Menge, denke ich. Mal schauen, wie weit wir denn heute kommen. Was ganz wichtig ist, wir müssen oben endlich das fertig machen mit unserem Bett. Dass wir wieder ordentlichen Schlafplatz haben. Ja, und sonst. Klar, Höhle irgendwann wieder, aber erstmal abwarten. So. Hier betteln wir uns erstmal auch weiter. Habe ich überhaupt Fackeln mit? Nein, natürlich nicht. Ohne Fackeln ist das Ganze ziemlich witzlos. Ne, Hühnchen? Muss ich mal schauen, ob ich überhaupt noch Fackeln habe. Da sind keine Fackeln. Da sind auch keine Fackeln, aber ein bisschen Kohle. Nehmen wir das Holz da noch mit. Und dann machen wir uns mal ein paar Fackeln. Dann verbauen wir erstmal mal hier so, zack. Ja, ich warte natürlich jetzt auch noch sehnsüchtig schon auf Updates von Minecraft. Weil es klingt ja doch alles doch sehr vielversprechend, was da angekündigt wird. Hoffen wir einfach mal, dass es auch so bleibt. Dass es nicht nur eine Ankündigung ist, sondern auch wirklich so kommt. Dann werden wir wahrscheinlich auch im Let's Play noch sehr viel Spaß haben. Und das wird natürlich auch dann sehr witzig, wenn wir sehr viel Spaß haben. Joa. Klar, ich weiß auch noch, dass wir da hinten eine Höhle hatten, wo ich ein kleines Lager gebaut hatte, wo alles zerstört, wo ich gestorben bin und alles weg ist. So, jetzt müssen wir gleich mal schauen, wie weit ich schon bin. Und ich glaube, ich mache hier einfach. Da sind wir durch. Das heißt, ich werde einfach da vorne. Ja. Also, Klartext hier vorne werde ich einfach jetzt mal Glas hinsetzen. Voraussetzung, ich habe noch Glas. Eine schöne Glasfront werde ich denn da machen. Ja. Kein Glas. Auch kein Glas. Aber ein bisschen Sand. Ich habe kein Glas mehr? Ich habe kein Glas mehr. Okay, gut. Hier habe ich nur gegrilltes Fleisch drin. Dann müssen wir doch eher wieder in die Höhle, als ich gedacht habe. Ein bisschen Kohle rein, ein bisschen Sand rein. So. Und ich brauche Sand. So. Was machen wir? Wir gehen einfach jetzt mal. Ne, darüber will ich nicht. Ich will jetzt irgendwo wieder Sand her haben. Ich glaube, da hinten hatten wir mal Sand abgebaut. Oder ich baue einfach mal die Insel da hinten ab. Genau. Ich baue einfach die Insel ab. Schwimmen wir rüber. Übrigens, klar, let's. Play Together habe ich auch aus dem Grund nicht hochgeladen, weil eben hier ich die Folge nicht, da eben hier für keine Folge mehr hatte, habe ich mir gedacht, wenn dann gleiches Recht für alle und aus diesem Grund hatte ich auch jetzt keinen Let's Play Together hochgeladen, obwohl da noch massenhaft Folgen da sind. So, die Insel werde ich jetzt einfach mal hier verschwinden lassen. Haben wir ein großes, schönes Meer, hopp.
Hoffentlich klappt das auch so, wie ich es mir vorstelle. Da drüben natürlich auch. Hopp. Es ist hier nachher nur eine Sandbank. Und jedes Mal, wenn ich da hinten diesen Berg sehe, dann will ich da sofort rüber, aber einerseits traue ich mir das auch nicht, weil ich weiß, ich sterbe eben. So. Wie gesagt, Sand, damit wir nachher eine schöne Glasfront da machen können. Und ja, vor allem, was mich übrigens bei 1.8 so interessiert, wenn man es wirklich schafft, Tiere da zu zähmen, Tiere zu züchten. Ah, ich habe gar keine Schaufel mehr, egal. Also, wenn es wirklich so klappt, wie es da steht, dass man wirklich Tiere züchten kann, dann wisst ihr auch schon, was ich da mache: Kuhfarmen und was weiß ich. Wird auf jeden Fall lustig. Man sieht von da hier hinten auch schon unser Haus. Das ist wirklich klasse. Ja, schwimm, mein Kleiner. Wisst ihr was? Ich werde jetzt hier mal alles vorbereiten und werde einfach mal nach da hinten wandern. Lassen wir einfach mal das, was wir hatten, hinter uns und gehen nach da hinten wandern. Einfach mal, um alles zu beobachten. So. Immer weiter hier. Ja. Das ist genau auf Schwein hier rauf. Ich lauf nicht weg. Ich will dich doch nur töten. So, und weiter geht's. Wir nehmen einfach mal einen Hund mit. Weiß zwar nicht, wie ich ihn nennen soll, aber ich nehme ihn einfach mal mit. So. Bisschen Holz kann man immer wieder gebrauchen, hatte ich auch schon mal gesagt. Tun wir einfach mal hier rein. Zack, zack, zack. Ich habe auch Holz, also eine Spitze, eine Axt. So, das bleibt mal hier. Kohle werden wir mit Sicherheit finden. Schaufeln machen wir mal uns mal schnell zwei und dann noch eine Spitzhacke, eine dritte und eine vierte. Dann passt es soweit. So. Und ein bisschen Holz nehme ich auf jeden Fall mit hier, so einen halben Stack. Ach, mache ich hier. So. Ein kleines Schiff hier mache ich, klar. Und dann geht die Reise los, sobald ich was gegessen habe. Ich hoffe, zwei reichen. Ja, das war falsch. Jep, so, das reicht. Oben eventuell noch mal kurz schauen, ob alles soweit fertig ist. Dann könnten wir vielleicht noch ein bisschen Getreide mitnehmen. Das Getreide übrigens nehme ich so mit und mache mir das nicht so fertig, weil man einfach dadurch mehr mitnehmen kann und dann schön Brot schnell machen kann. Aber da ist noch nichts gewachsen, nichts so, dass man es ernten kann. So, dann gehen wir jetzt mal weiter und werden dann erstmal drüben erforschen. Dann werden wir hier das Haus weiterbauen. Dann werden wir die andere Höhle da hinten erforschen. Wir erforschen jetzt erstmal da hinten das endlich, was ich schon so lange gesagt habe, schon seit Folge 1 und wir sind jetzt schon bei Folge 27. Bin ich sogar bald 28, also Abmarsch. Man sieht, wie schön die Berge da jetzt gerade entstehen. Gigantisch. Da muss ja schon fast eine riesige Höhle hinter sein. Da auch ein bisschen Sand. Oh. Hat auf jeden Fall was. Ja. Es wird natürlich genau jetzt gerade dunkel. Ja, klar. Klasse.
Natürlich super getimed. Machen wir ein bisschen Licht. Schnell hier das noch weghauen. War da gerade was? Ah, ich dachte gerade, das ist irgendwie ein Skelett oder so hinter mir. Hilft ja nichts. Wir müssen ja jetzt mal hier irgendwie uns reingraben. Okay. Schnell irgendwie hier eine Unterkunft zimmern. Genau, jetzt zimmern wir uns erstmal hier grob eine Unterkunft. Nehmen wir ein bisschen Holz mitnehmen. Und irgendwo hier in der Nähe ist eine Spinne. Irgendwo ist eine Spinne hier. Es ist hier sau dunkel und eine Spinne ist irgendwo. Ja, klasse. Das ist ja unser Anlaufpunkt im Endeffekt. Den können wir ein bisschen ausbauen hier. Licht, weil ich selber sehe auch nicht wirklich viel und man hört wahrscheinlich im Hintergrund gerade ein Auto. Ich sehe jetzt hier gerade recht wenig, nämlich eigentlich so viel gar nichts. So. Hier nochmal schnell hier 1, 2, 3. Ja, klappt sogar. Unser kleines Schildversteckchen. Wir können es ja auch noch ein bisschen hier tiefer reinbuddeln hier. Eine Fackel und da eine Fackel. Dann werde ich hier schnell mal eine Crafting-Box machen und eine Tür und Zierzimmern. Das kennt man ja. Zack, Crafting-Box. Ja, da kommt sie mal hin. Denn eine kleine Holztür. So. Ofen machen wir uns auch mal schnell. Und von den Holz machen wir uns Holz. Von den Holz machen wir uns zwei Truhen. Einfach damit wir auch ein bisschen hier lagern können. Wenn wirklich was ist, hat man hier auch eine Anlaufstelle. So. Die Truhen kommen dahin. Ah, wo sind die Spinnen? Da mag man ja gar nicht rausgehen. So, schnell zu. Wahrscheinlich sind die irgendwo, wo es nicht weiß. So. Wobei, das nervt mich jetzt so ein bisschen mit den Spinnen. Wisst ihr was? Wir buddeln einfach jetzt hier so ein bisschen hier so. Warte.